Es gibt Leute, die sind Übertreiber. Alles, was passiert, so ist das für sie ein Zeichen der Stunde. Da ist ein neuer Toaster rausgekommen, Zeichen der Stunde. Da ist ein neuer Fernseher rausgekommen, Zeichen der Stunde. Wir sind nicht von dieser Gattung, liebe Geschwister, sondern wir haben Beweise, wir haben Überlieferung, was zu den Zeichen der Stunde gehört. Und wir haben kleine Zeichen und große Zeichen. Was die kleinen Zeichen anbelangt, so sagen die Gelehrten, das sind ungefähr 94, ja? Sie sind in der Anzahl mehr, aber es gibt Überlieferungen, die nicht alle akzeptiert haben. So. Und dann gibt es die großen Zeichen, da ist es klar, das sind 10 Zeichen, wie es in einer authentischen Überlieferung heißt. Aber wichtig ist, nicht alles gehört zu den Zeichen der Stunde. Das, was wir momentan sehen in Palästina, ist der Kampf zwischen Wahrheit und Falschheit. Das gehört nicht zu der Stunde. Das, was manche meinen, mit der Stunde ist der Kampf der Muslime gegen die Juden am Ende der Zeit. Das heißt, wenn der Mahdi erscheinen wird.